Donald Trump heute nach deutscher Zeit mit der Ankündigung Zölle gegen China, vor allem aber gegen Mexiko und Kanada, also gegen die drei größten Handelspartner der USA. Die Wall Street aber sagt sich, der Trump, der bellt doch nur, der beißt doch nicht, reine Taktik, das wird alles nicht so durchgehen. Also sind wir mal optimistisch, zumal wir in der Woche von Thanksgiving sind und da ist doch fast eh immer alles positiv, also lass uns kaufen. Ignorieren wir mal das Geschwätze von Seth Donald. Seltsamerweise. Allerdings ist es so, dass der Währungsmarkt das ein bisschen anders sieht. Mexikanischer Peso minus 2%, im Devisenbereich eine gigantisch große Bewegung. Oder wenn wir uns mal die US-Autowerte anschauen, also jene Firmen, die in Mexiko produzieren und dann gezwungen wären, eben diesen Zoll von 25% zu zahlen, wenn sie ihre Autos nach Amerika einführen, da sieht man ein ziemliches Blutbad. Also es wird schon gespielt, nur eben nicht in den Indizes. Da ist man eben weitgehend optimistisch und sagt sich, naja, it's the economy stupid, das ist doch das, was Clinton gesagt hat und die Wirtschaft, die wird doch ganz toll wachsen, weil Deregulierung, weil Steuersenkungen und ich glaube, man übersieht dabei, dass man von Joe Biden eine tickende Zeitbombe letztendlich geerbt hat und diese tickende Zeitbombe besteht darin, dass bis Ende 2025, also in einem Jahr, müssen die Amerikaner 10 Billionen Dollar refinanzieren mit Staatsanleihen, das heißt, wir haben derzeit durchschnittlich eine Verzinsung auf diese Staatsanleihen, die die Amerikaner berappen müssen, von 2,6%. Das kostet sie im Jahr mal 1 Billion Dollar um und bei, nur an Zinsen, zweitgrößter Posten in der Bilanz der USA, also der Ausgaben der USA, noch vor Verteidigung inzwischen. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass man ja die Steuern senken will, also weniger Einnahmen. Auf der anderen Seite sagt die Wall Street, ach, der bellt doch nur, der beißt nicht. Aber Trump wird diese Zölle brauchen, um all das irgendwie finanzieren zu können. Und dann noch die Situation, dass die Wahrscheinlichkeit enorm groß ist, dass die Zahlen der beiden Regierungen nicht so ganz stimmen, die tatsächliche Lage der Wirtschaft also viel schlechter ist als von der beiden Regierungen eben dargestellt und das ist eine ziemlich giftige Mischung, eine Zeitbombe, die Trump praktisch unter dem Hintern explodieren wird und das Ganze wollen wir uns jetzt mal anschauen. Schauen wir uns zunächst mal an das, was ein Deutschbanker, nämlich George Saraveros, gesagt hat, je softer die Marktreaktion, und das ist so ein Muster auch aus 2018, 2019, als Trump ja die Zölle nur gegen China, weitgehend nur gegen China, bis auf einzelne Sparten, Stahl, auch gegen andere, aber eigentlich übergeordnet gegen Waren aus China erhoben hat. Also je softer die Marktreaktion auf das, was Trump da an Zöllen ankündigt, umso mehr, umso schärfer wird Donald Trump, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zölle wirklich passieren. Genau das ist der Punkt, das Muster, das wir 2018, 2019 gesehen haben. Wenn die Märkte gesagt haben, wird nicht so schlimm kommen, wir steigen mal, dann hat Trump immer wieder einen rausgehauen und die nächsten Zölle angekündigt. Und was er ja erreichen will, das ist rechts hier zu sehen, nämlich die so negative Handelsbilanz der USA, vor allem im Gütersektor, weil Apple eben in China produziert, weil viele Dinge eben im Ausland passieren. Das alles soll ja zurückverlagert werden in die USA, macht ja durchaus auch Sinn als Gedanke. Und die Chinesen sind besonders anfällig, weil sie eben gerade einen sehr hohen Anteil an Export haben in ihrem BIP. Also da macht das ja im Sinne einer Balance durchaus Sinn, aber es hat eben Konsequenzen und die werden ziemlich herb sein. Jetzt ist die Frage, das ist gestern der Beruhigungsgrund ja für die Märkte gewesen. Hier ist Bessent, Scott Bessent, der neue und designierte Finanzminister, hat ja gesagt, also die Zölle, die sind nicht inflationär, weil wenn der Preis für eine Sache nach oben geht, dann wird es so sein, dass man für andere Sachen eben weniger Geld ausgeben kann. Das gleicht sich also so aus. Okay, nehmen wir erstmal so hin, obwohl er, wie wir gleich zeigen werden, kürzlich noch etwas ganz anderes gesagt hat. Bessent hat dann übrigens vorgeschlagen, man macht so eine Art dreistufige Geschichte. Man geht her und sagt, ja, wenn du nett zu uns bist, dann werden wir die Zölle senken.
Wenn du aber zum Beispiel russisches Öl kaufst, dann werden wir die Zölle gegen dich anheben und so weiter. Also ein rein taktisches Instrument, das stellt sich Bessent mal so vor. Aber jetzt gucken wir uns mal an, was eben dieser Bessent noch Anfang des Jahres gesagt hat. Da hat er gesagt, Tariffs are inflationary und würden den Dollar stärken. Und das wäre ja schlecht, um eine industrielle Renaissance in den USA irgendwie wirklich hervorzuzaubern. Und in der Tat, man kann nachweisen, dass in der Ära 2018, 2019, als Trump die Zölle gegen China erhoben hat, eben die Preise für diese Güter, die bezollt wurden aus China, deutlich gestiegen sind in einem eigentlich abwärts gerichteten Inflationstrend der Jahre 2018, 2019. Also ziemlich klarer Effekt. Und wie gesagt, die Zölle damals waren ja nur gegen China mehr oder weniger, bis eben auf einzelne Sparten wie Stahl. Also wenn das jetzt wirklich so kommt, wie Trump sagt, pauschal 10% gegen alle, Kanada, Mexiko höher, China höher, dann wäre das ein ziemlich klar inflationäres Muster und Bessent widerspricht sich also selber. Und jetzt haben wir die andere Geschichte, nämlich was kann die Trump-Administration überhaupt machen? Welchen Spielraum hat sie denn fiskalisch? Kann sie die Steuern so senken? Wird das alles so ganz einfach sein? Hier sehen wir mal die Interest Payments on Debt, die sind bei 1 Billion Dollar. Jetzt schon ein bisschen drüber. Elon Musk hat gesagt, ja, unglücklicherweise wird das von den gewählten Herrschaften der Demokraten nicht beachtet. Die müssen bei jetzt gefeuert werden. Also er droht hier gleichzeitig an, dann diese Leute rauszuschmeißen aus der Administration. Und das ist sozusagen jetzt das Killer-Argument. Bis Ende nächsten Jahres 2025, also bis Ende 25, 10 Billionen Dollar, die refinanziert werden müssen. Derzeit wäre so der gemittelte Zinssatz, guckt man auf die Kapitalmarktzinsen und die sind relevant dafür, nicht die Leitzinsen der US-Notenbank Fed, sondern die Kapitalmarktzinsen und die stehen ja im Prinzip für alle Laufzeiten über 4%. Nehmen wir mal das Mittel von 4,5%. Dann haben wir derzeit allerdings, was die Amerikaner faktisch bisher leisten mussten, weil ja die Kapitalmarktzinsen gestiegen sind, aber viele Staatsanleihen schon vor Jahren begeben wurden, haben wir einen durchschnittlichen Zinssatz von 2,6%. Wenn ich jetzt 10 Billionen aufnehmen muss und zahle dafür 4,5% statt bisher für die Schulden, die ich da draußen habe, 2,6%, dann macht das einen milliardengroßen Unterschied. Und dieser Unterschied, der engt diesen Spielraum von Trump so derartig ein, dass er sich eigentlich überhaupt nicht leisten kann, irgendwelche Steuern zu senken, geschweige denn die Einkommensteuer oder auch die Payroll Taxes, wie er vorhat. Und hier kommt gleich der nächste Punkt. Hier sehen wir heute zum Beispiel mal die Veröffentlichung der Verkäufe neuer Häuser, New Home Sales. Und da macht sich eben bemerkbar, dass die Hypothekenzinsen, die ja an die 10-jährige US-Staatsanleihe gekoppelt sind, so deutlich gestiegen sind, dass diese Zahl deutlich schlechter war. Einbruch von 17,3%, nur 600.000 seasonal adjusted, also auf das Jahr hochgerechnet im Vergleich zu 725.000 erwartet. Und man hat dann mal eben die letzten 5 Monate nochmal ganz entspannt nach unten abwärts revidiert, so wie man das ja bei den neuen Stellen in den USA gemacht hat. Da waren dann plötzlich über 800.000 gar nicht mehr da. Jenseits der Abwärtsrevisionen der Vormonate bei den Non-Farm Payrolls, da kommen nochmal 400 obendrauf. Das heißt, die Biden-Administration hat uns innerhalb eines Jahres 1,2 Millionen Jobs erfunden, die gar nicht da sind, und vor allem wenn diese neuen Jobs entstanden sind, dann meistens nicht für geborene Amerikaner, sondern für Migranten. Und diese ganze Geschichte, also dieser komplett eingeengte fiskalische Spielraum von Trump, trifft jetzt auf einen Optimismus nicht nur der Wall Street, sondern eben auch der Main Street, also der normalen Leute. Und hier sehen wir mal heute die Umfrage des Conference Board, Verbrauchervertrauen. So wenige wie schon seit Jahren nicht mehr sagen, wie seit Juli 22 nicht mehr sagen, nein, also eine Rezession, die kommt. Also man sagt, die Rezession kommt nicht, wird ja alles gut, ist ja alles total Sutsche. Das sehen wir dann auch, eben nochmal die Umfrage Conference Board, also Verbrauchervertrauen, dass wir die Erwartungen jetzt auf dem höchsten Stand seit Dezember 21 haben. Present Situation and Expectation Index. Also, es wird alles besser. Trump kommt, der wird durch die Regulierung steuern.
Steuersenkungen die Wirtschaft ganz toll auf die Beine bringen. Eben deswegen sagen die Leute, ja, also mein Ausblick für die nächsten 6 Monate, der ist gut, weil wir ja dann diese neue Wirtschaftspolitik von Trump bekommen werden. Und das Ganze übersetzt sich dann auch noch in die Euphorie der Privatinvestoren in den USA, was die Aktienmärkte betrifft. Jetzt die höchste Investitionsquote seit der Finanzkrise, also seit 2006. Und wenn wir das mal auf die reinen Zahlen runterbrechen, also mit der Realität abgleichen, dann hat uns die Wall Street ja noch eigentlich Ende 23, es gibt ja immer diese Jahresprognosen, haben die gesagt, ja gut, so 4.860 Punkte, das war so die durchschnittliche Prognose für den S&P 500. Jetzt haben wir die 6.000er Marke überschritten bei den Gap Earnings, also Bilanzierungsmethode Gap, haben wir ein Kursgewinnverhältnis von 30,5 mit einer Steigerung von 35% alleine im letzten Jahr, 50% über dem 20-jährigen Durchschnitt. Und deswegen heben die Banken angesichts einer völlig überteuerten Situation jetzt ihre Prognosen auf zwischen 6.500 und 7.000 an. Und das alles mit dieser fiskalischen Situation im Hintergrund, mit einer Wirtschaft, die wahrscheinlich deutlich schwächer ist als erwartet. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, also wie sind die Realisierungsmöglichkeiten in einzelnen Bereichen, die Donald Trump jetzt wirklich hat, etwa Zölle gegen Kanada 25%. Das würde bedeuten, dass für Leute an den Grand Lakes, also hier Lake Michigan da oben, Midwest und Rockies, dass dieses ganze Gebiet etwa, die sind abhängig von kanadischem Öl. Das kannst du nicht mal eben so umstellen. Das würde Jahre dauern. Da musst du komplett andere Strukturen erstmal schaffen. Die hängen seit Jahrzehnten letztendlich an kanadischem Öl. Wenn das jetzt 25% teurer wird, dann hätte das desaströse Folgen. Die Preise würden also massiv steigen und damit würde das Versprechen von Trump eben gebrochen, dass die Preise wirklich fallen, sondern sie werden steigen. Und das gilt ja in so vielen Bereichen. Jetzt hier mal ein konkretes Beispiel rausgegriffen. Dann nochmal, meine Damen und Herren, der Verweis auf das, was ich heute Morgen schon gezeigt hatte, weil es sehr, sehr wichtig ist. Wer sind die wichtigsten Handelspartner und wie ist das mit den USA und wie ist das Verhältnis zwischen Exporten und Importen? Je höher sozusagen diese Zahl ist, umso weniger ist man abhängig von den Amerikanern, weil man einen Handelsbilanzüberschuss hat. Es gibt ein einziges Land, das das hat, das ist Brasilien. Die liefern also mehr, die bekommen mehr aus den USA, als sie selber liefern. Ansonsten ist denn noch UK hier zu nennen, aber alle anderen sind unter 1, exportieren also mehr in die USA, als sie Importe aus den USA beziehen. Vor allem Mexiko, vor allem aber die EU, vor allem Deutschland, gar keine Frage, mit einem Wert von 0,48. Also wir exportieren doppelt so viel nach USA, als wir aus den USA importieren. Dementsprechend sind wir besonders anfällig für die Zölle. Eine sehr wichtige Tabelle für die nächsten Monate und Jahre, wie ich denke. Dann gucken wir uns mal an, wie schon die ersten Reaktionen ausfallen. Kanada, der Monsieur Trudeau, ein ganz enger Busenfreund von Trump. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Der ist ja ziemlich Vogue, will jetzt aus der Atomkraft aussteigen, also macht eine ähnlich irre Energiepolitik, wie die Deutschen sie machen, will sozusagen die Gasförderung, die Ölförderung runterfahren, wie auch immer. Der hat schon Trump mal angerufen und gesagt, lass uns doch mal miteinander sprechen. Auf der anderen Seite bereitet man sich in Kanada vor, dass da eine Art Massenexodus von Anti-Trump Menschen nach Kanada passiert, die sagen, unter einer Trump-Herrschaft will ich nicht mehr in den USA leben. Schärfer allerdings ist die Reaktion in Mexiko. Und Mexiko ist besonders anfällig. Wir sehen, dass heute der Peso, also der Devisenmarkt, wertet 2% ab nach der Ankündigung von Donald Trump. Also der Devisenmarkt spielt die ganze Geschichte und man ist in Mexiko wirklich besonders anfällig, denn man hat man dient für China als Hub in die USA, das heißt, die liefern erstmal nach Mexiko, gerade auch um Zölle zu umgehen, um dann von Mexiko sozusagen die Waren in die USA zu schaffen. Dann hat man eben diese Drugs, also die Drogen, die da reinkommen, und die illegale Migration. All das sind natürlich rote Tücher für Seth Donald. Wie gesagt, der Peso heute massiv unter Druck aufgrund der Ankündigung von Seth Donald. Und dann die Reaktion, komm, warte eine Stunde, die Reaktion der mexikanischen Präsidentin, die gesagt hat, ja, guckst du, also hier solche Autofirmen wie General Motors, Stellantis, aber auch Ford, also zwei der großen amerikanischen Autofirmen, die sind vor 80 Jahren nach Mexiko gekommen. Jetzt willst du das
das zerstören. Wenn du nämlich Zölle erhebst, dann werden wir das auch machen. Und das werden die Europäer machen und das werden wahrscheinlich die Chinesen machen. Also das wird sozusagen ein Tsunami, der sich da auftürmt von Zöllen und die Gegenzöllen. Und wir sehen die Reaktion durchaus ja an der Wall Street, eben bei Autoaktien. Da sehen wir etwa eine General Motors 7,9% unter Druck, alle Autofirmen unter Druck, weil das bedeutet faktisch, die Produktion in Mexiko würde fast keinen Sinn mehr machen. Dann musst du in den USA produzieren, das kriegst du aber nicht für die Preise. Also müssten sie dann die Autos viel teurer verkaufen, als sie es derzeit tun, was wiederum die Inflation für die Amerikaner nach oben bringen würde. Also wir sehen, wie auch immer man es dreht und wendet, hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Die Wall Street aber sagt, ja, der bellt doch nur, der beißt nicht oder, naja, das ist doch eine reine Verhandlungstaktik, nicht so ernst zu nehmen. Das ist der Grund, warum die Wall Street in weiten Teilen, bis eben auf diese Sektoren, die das sehr ernst nehmen, an den Aktienmärkten einigermaßen positiv ist. Also man nimmt die ganze Geschichte nicht ernst. Wir sehen heute Russell 2000 im Minus, aber die anderen sind weitgehend im Plus. Dow Jones leicht im Minus. Wir sehen den VIX etwa 4,5% fallend, schon relativ viel grün. Bisschen gemixtes Bild, jetzt nicht so eindeutig, aber wenn wir das jetzt mal abgleichen mit den Futures in Asien etwa, da ist man ja erstmal runtergerauscht angesichts der Aussagen von Sid Donald. Und natürlich eben dieser Optimismus auch, weil eben diese Woche, in die Thanksgiving fällt, zu 75% positiv ist, mit einem durchschnittlichen Gewinn von 0,88%. Aber die nächste Woche in Wahljahren ist in der Regel sehr schlecht, in 67% der Fälle negativ. Mit einem durchschnittlichen Minus von 1,12%, dann wird sich die Saisonalität allerdings wieder verbessern. Und jetzt gucken wir mal an, wie die Positionierung ist. Die Citigroup sagt, wir sind praktisch an absoluten Hochs, was die Positionierung betrifft. Also da sind alle schon drin. Wir sehen, dass man da stark akkumuliert hatte und das zu Preisen, die ja nicht so ganz richtig günstig sind. Und wir sind jetzt fast in der obersten Perzentile, so in den obersten 1, 2, 3 Perzentilen, je nachdem, wie die Tage ablaufen, seit dem Jahr 1928, seit Jahresbeginn. Also ist schon ziemlich gut gelaufen, wird aber noch viel besser laufen, sagt die Wall Street. Kann sein, muss aber eben nicht sein. Und das vor allem, weil die Dickfische das Ganze noch oben halten. Wir sehen jetzt eigentlich das Jahr mit der geringsten VIX durchschnittlich seit 2019 und sehen, dass vor allem die großen Werte sehr teuer sind. Die haben durchschnittlich ein Price-Earnings-Ratio von 30, während die 490 anderen Werte nur eine Price-Earnings-Ratio von 19 haben, also deutlich günstiger sind. Und das wollen wir uns genauer anschauen und diese ganzen Implikationen. Was bedeutet das für Europa? Welche Dimensionen ergeben sich da auch und gerade für Deutschland, aber auch für die Wall Street selbst? Das wollen wir uns im zweiten Teil anschauen. Seien Sie dabei, denn das Ganze gehört dazu. Das rundet das Bild ab, sonst verstehen Sie eigentlich nicht wirklich vollständig, glaube ich, was ich da im ersten Teil versucht habe zu erzählen. Das ist meine Sicht der Dinge, ganz klar subjektiv. Und Sie können das anders sehen, das ist ja sozusagen der Diskurs, aber ich packe den Link zum zweiten Teil unter das Video und sage jetzt erstmal Servus, ciao.